Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Star Citizen Guide. Nach langer Zeit gibt es mal wieder einen und zwar zu einem sehr, sehr wichtigen Thema, nämlich der deutschen Übersetzung. Also lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert und ich zeige euch hier in diesem Video, was ihr machen könnt, um das Spiel komplett auf Deutsch zu übersetzen. Zunächst mal ein paar kurze Fakten dazu. Also, die deutsche Übersetzung ist ein Community-Projekt, was durch CRG ermöglicht wurde. Das heißt, das Ganze ist weder illegal noch irgendwie Grauzone, das ist vollkommen legitim und wird auch von CRG supported. Wir haben ein größeres Team aufgestellt, also komme ich gleich nochmal im Detail, und die setzen sich eben dran, übersetzen, das sind ungefähr 70.000 Zeilen, das ist alles sehr, sehr kompliziert und wir nutzen auch ein bisschen KI hier und da, aber vieles wird auch einfach per Hand gepolished. Was ganz, ganz wichtig bei so einer Community-Übersetzung ist, ist zu wissen, dass diese niemals zu 100.000% perfekt ist. Es wird immer ein paar Formulierungen geben, die nicht ganz perfekt sind, die so ein bisschen vielleicht noch ja, gepolished werden können, sag ich mal. Und wir haben natürlich auch auf der technischen Seite ein paar Dinge, die man beachten muss, wofür wir jetzt als Community nichts können, wo CRG einfach liefern muss. Damit ihr euch daran ein bisschen beteiligen könnt, wenn euch also irgendwas auffällt während des Spielens, wo ihr sagt, hier, das ist eine doofe Formulierung oder das und das wäre besser oder ist vielleicht sogar irgendwie ein Federchen, dann haben wir hier für euch im Discord die Möglichkeit eingerichtet, dass ihr einfach Feedback geben könnt. Der Discord-Link ist unten im angepinnten Kommentar verlinkt, kommt da einfach rein und dann könnt ihr hier einfach einen Post erstellen, könnt ihr auch zum Beispiel einen Tag auswählen und kurz beschreiben, gerne auch mit Screenshot, worum es geht. Mal ein Beispiel hier vom Prime OS, der hatte sowas gemacht, der hat hier einfach nur Bilder reingepackt und haben hier noch ein bisschen was dazu geschrieben. Also, ne, wenn euch da irgendwas auffällt, schreibt es einfach rein und seid immer nett zueinander, denn das machen die Leute natürlich nicht hauptberuflich, sondern das machen die alle freiwillig, kostenlos und nebenbei. So, zweiter Punkt. Für eine Übersetzung braucht man gewisse Grundregeln und wir versuchen uns an diese möglichst klar zu halten. Eine der wichtigsten Grundregeln lautet, Eigennamen bleiben Eigennamen. Das heißt also, wir nennen es Persistent Universe, weil das der Name von diesem Spielmodus ist, genauso wie Arena Commander, Arena Commander bleibt. Ihr seht aber an der Beschreibung, dass diese sehr wohl in Deutsch ist und möglichst perfekt dem Original entsprechen soll. Auch Gaming-Begriffe, wie zum Beispiel Guide, bleiben natürlich als englisches Wort in der Gamersprache erhalten und das betrifft auch viele andere Dinge. Was wir also nicht machen, ist eine stumpfe Komplettübersetzung und dann haben wir ganz komische Wörter und so weiter, sondern wir versuchen es im Gaming-Genre möglichst akkurat in Deutsch zu übersetzen, haben aber einen gewissen Englischanteil im Spiel erhalten. Auch darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen und zeige euch noch ein paar Dinge, die vielleicht ganz interessant an der Stelle sind. Also, das heißt, englische Begriffe wie zum Beispiel Eigennamen von Locations, Questnamen, Itemnamen, Handelswarennamen und solche Dinge, die bleiben im englischen Original, damit ihr euch vernünftig mit anderen darüber unterhalten könnt, auch im Ingame-Chat und auch den Issue-Council nutzen könnt, wenn beispielsweise ihr einen Bug reporten wollt, dann müsst ihr nicht erst irgendwie das wieder umstellen, nervig auf Englisch und dann gucken, wie es original heißt, sondern ihr habt das Original, den Namen der Quest oder den Namen des Items original und könnt es direkt benutzen. So, Punkt Nummer 3, was ist eigentlich übersetzt? Wir haben das gesamte Spiel quasi übersetzt, das heißt also alle Texte, alle Beschreibungen, alle Untertitel und so weiter, das ist alles komplett auf Deutsch. Auch Buttons, also auch UIs sind auf Deutsch übersetzt, also zum Beispiel Türpanels, Marker oder auch MFDs. Sogar das Mobiglas ist übersetzt, ich zeige es euch gleich mal im Detail, damit ihr schon mal vorab wisst, worüber wir hier eigentlich sprechen. Und auch das Menü, wie ihr seht, ist alles auf Deutsch. Ja? Da wird es hier und da vielleicht noch ein paar kleinere Wünsche eurerseits geben, dass ihr sagt, Mensch, die Formulierung ist doof, wie gesagt, schreibt das gerne ins Feedback rein, aber weitestgehend ist es hier schon ziemlich, ziemlich gut, wie ich finde. Und auch die Tastenbelegung zum Beispiel ist komplett auf Deutsch und damit auch besser nachvollziehbar für viele von euch. Was vielleicht noch ganz, ganz wichtig ist, der Fokus liegt hier ganz klar auf der Live-Version. Das heißt, wir haben zwar auch eine PTU-Version, die kann man sich optional ziehen, wenn man möchte, und auch ein PTU übersetzen, aber der Hauptfokus liegt wirklich auf der Live-Version, diese so gut wie möglich hinzubekommen, und zwar auch möglichst schnell. Das heißt, im Optimalfall ist die deutsche Übersetzung von einer neuen Live-Version beim neuen Patch innerhalb desselben Tages oder kurz darauf verfügbar. So, damit seid ihr jetzt erstmal weit im Bilde und bevor ich euch jetzt zeige, wie ihr das Ganze runterladet, zeige ich euch erstmal, was euch da genau erwartet. Also Menü habt ihr ja schon gesehen, ne, das ist relativ klar, auch hier alles auf Deutsch, die Friendlist ist auf Deutsch, die Buttons alles auf Deutsch entsprechend, ne, Freunde hinzufügen, durchsuchen, das ist also alles komplett.
Auch die Texte im Loading-Screen sind komplett auf Deutsch, sowie alles, was euch eigentlich im Spiel begegnet. Was nicht auf Deutsch ist, ist natürlich die Konsole. Die ist nun mal extern, die ist ja nicht direkt sozusagen übersetzt oder auch gar nicht im Spiel richtig integriert. Deswegen wird es das entsprechend nicht auf Deutsch geben können. Aber das ist ja auch nur eine Kleinigkeit nebenbei, die jetzt nicht ganz so relevant ist, glaube ich. Das gilt auch hier rechts für diese Display-Info-Geschichte, ne, die ihr euch einblenden könnt. Braucht ihr auch nicht, glaube ich, das passt schon so. Wir haben unten die Nährwerte auf Deutsch, wie ihr seht. Was nicht auf Deutsch ist, ist logischerweise der Chat. Ne? Wobei teilweise schon, also globaler Chat. Das Wort selber, na, wie ihr seht, das ist sehr wohl auf Deutsch. Aber naja, die Leute schreiben natürlich rein, was sie wollen und in ihrer Sprache jeweils. Deswegen ist das natürlich nicht auf Deutsch. Aber zum Beispiel Türpanels. Ne? Hier steht es sogar teilweise mit dem Umlaut Ö öffnen dran. Allerdings gibt es, wie ihr jetzt hier seht, noch einen Fehler. Der liegt aber nicht an uns, der liegt einfach an CRG, nämlich diese alten Flash-Schriften. Die haben keine Umlaute. Das heißt, hier fehlt es das Ö bei dem, bei diesem Hover-Text quasi. Das werdet ihr häufiger sehen. Das können wir nicht ändern. Man könnte jetzt sicherlich da rumwurschteln und das irgendwie hinkriegen mit OE oder nur mit einem O und dann denkt man sich die Strichen drüber, aber Fakt ist, CRG wird die Schriften sowieso demnächst ersetzen und dann können die auch ein Ö und ein Ä abbilden, also ist das vergebene Mühe und würde auch wahrscheinlich gar nicht so gut funktionieren, weil das Wort öffnen ist an verschiedensten Stellen im Spiel und mal geht's nicht, deswegen denke mal, wir warten einfach darauf, dass CRG hier die Schriften verbessert. So, machen wir mal das Mobiglas auf, dass ihr auch mal einen Blick drauf werfen könnt. Ihr seht hier Personal Details, Vitals Monitoring, ne? Das sind eingebackene Texte, ja? Die kann man nicht übersetzen. Guthaben kann man aber sehr wohl übersetzen, das funktioniert. Crimestat haben wir Crimestat gelassen, weil Crimestat ist, glaube ich, ein etablierter Begriff und von daher passt das. Anzug, Oxygen, O2-Tank, ja, und so weiter. Ihr seht auch hier, gibt es auch so ein paar Schwierigkeiten, liegt einfach am alten Flash-Mobiglas, dass die Schriften sich nicht anpassen. Das heißt, die sind teilweise abgeschnitten. Das sind noch so ein paar Polishings, die man noch machen kann. Gerne, wenn euch sowas stört, einfach mal Feedback geben. Und dann können wir hier nochmal an einigen Stellen nachbessern. So, die Apps sind natürlich alle komplett auf Deutsch. Das heißt, wir haben hier diese Chat-App quasi, ne, Kanäle, Freunde, ausstehend. Und seht auch hier die Namen, zum Beispiel Seraphim Station Cargo, Seraphim Station. Das ist auf Englisch, weil es Eigennamen sind. Offener Kommunikationskanal global, das ist entsprechend auf Deutsch, weil, naja, ist kein richtiger Eigenname, ne? Der Raumschiffsmanager ist ebenfalls komplett auf Deutsch, aber die Schiffsnamen sind natürlich original im Englisch. Sowohl Hersteller als auch der Name des Schiffes. Ansonsten wird es ganz, 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 ganz seltsam. Man anfängt hier irgendwas zu übersetzen, das will, glaube ich, keiner. So, wähle ich ein Schiff aus, habe ich hier auch die Waffen, die Lackierungen, sonstiges, ne, ist alles komplett auf Deutsch. Wobei auch hier wieder die Eigennamen erhalten bleiben. Zum Beispiel Crossfield, so heißt der Quantum Drive, wie ihr seht, der ist auf Englisch. Aber alles andere ist hier wieder auf Deutsch. Ne? Also, ihr seht, wir versuchen möglichst akkurat zu sein, aber wir wollen natürlich keine Eigennamen ins Deutsche übersetzen, weil es einfach Quatsch wäre. Aber alles andere kann man sehr, sehr wohl machen. So, die Knickknacks-App. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass die Namen im englischen Original bleiben. Ja, hier, wir haben hier die Planeten, wo wir eben Sachen gelagert haben. Ne? Ihr könnt mal Microtech öffnen. Das ist wieder auf Deutsch. Aber da sind die Schiffe wieder entsprechend auf Englisch und auch die ganzen Locations auf Englisch. Wenn wir Clio anwählen. Ja, ihr seht, das ist alles im Original. Und wenn da jetzt irgendwelche Items liegen, sind auch die Item-Namen im englischen Original. Ja, beispielsweise hier mal New Babbage aufmachen. Da haben wir hier das Brentwood Care Center. Da liegt hier Beacon Undersuit White drin. Das heißt halt so, ne, das Item. Und dann kannst du hier aber wieder alles im Deutschen nachlesen. So, bei der Star Map ist es ähnlich aufgebaut. Auch hier sind die Eigennamen gleich. Machen wir mal ein Beispiel. R-Corp, da gibt es diese ganzen Areas. Also hier Area 11, Area 20, das bleibt alles erhalten. Area 18, The Skyscraper, Bargini Point, ne? Die originalen Namen, auch Comarray bleiben gleich. Aber wenn ich jetzt durch das Comarray hier anklicke, habt ihr hier oben ja die deutsche Beschreibung dann. Die ist gerade ein bisschen, mach ich mal oben diese Konsole weg. Ja, jetzt gerade besser lesen, die hier entsprechend dann in deutscher Sprache ist. Trading App ist ebenfalls auf Deutsch. Ja, da ist nicht viel da. Gut, die Namen halt, die sind halt Eigennamen. Und da könnt ihr hier auch Geld senden weiterhin. Ich denke, das Wichtigste ist vor allem die Missions-App. Und das ist vielleicht ein spannender Punkt. Wir haben uns hier für folgende Logik entschieden. Und ich glaube, die meisten folgen der auch. Ihr könnt ja gerne Kommentare auch schreiben. Wir haben die Kategorien ins Deutsch übersetzt. Weil die Kategorien sind halt Kategorien und keine Eigennamen. Ne? Service Beacons, da kann man jetzt wieder drüber streiten, wie man die benennt. Aber ansonsten, das ist alles hier auf Deutsch. Aber die Quest innerhalb von diesen Kategorien bleiben im englischen Original, wie ihr hier seht. Der Grund ist erstens, man soll sich darüber mit anderen unterhalten können, entweder auf demselben Server, ne, I need help und so weiter. Und dann willst du halt den originalen Namen der Quest haben, damit die anderen wissen, was es ist.
Zweiter Punkt ist der Issue Council, denn da muss man auch den Namen entsprechend wissen, um dann die Quest zu reporten, wenn die zum Beispiel verbuggt ist oder irgendwas damit ja nicht in Ordnung ist. Und der dritte Punkt sind natürlich Guides oder auch externe Webseiten. Wenn ihr irgendwas irgendwo sucht, zum Beispiel wie funktioniert eine bestimmte Quest, dann bringt euch in der Regel der deutsche Name gar nichts, weil den kennt ja keiner. Ne? Das heißt, auch da ist dann der englische Name relevant und das gilt ja auch für Items und so weiter. Wenn ihr irgendwas extern sucht, dann braucht halt immer das Original und wir wollten jetzt nicht, dass ihr dann jeweils diese Sachen wieder umständlich raussuchen müsst, um dann die Hilfe zu bekommen, die ihr braucht, sondern habt das Original und könnt euch auch durchorientieren. Alles andere ist aber, wie gesagt, auf Deutsch. Ihr seht die Texte, was man machen soll, alles in einem wunderbaren Deutsch. So, ansonsten, der Rest ist eigentlich jetzt nicht allzu tragisch, ne? Hier, das ist die Reparatur- und Fahrzeug-Management-App. Das Logbuch ist ganz nett auf Deutsch tatsächlich. Ne? Da haben wir hier zum Beispiel Fixing Your Little Crime Set Problem. Da kann man aber drüber streiten, ob man das vielleicht nochmal übersetzt, müssen wir mal sehen. Aber hier auch die Texte auf jeden Fall auch in Deutsch und das Strafregister, dass ihr halt seht, was ihr für Strafen gemacht habt. So, vielleicht noch kurz ein paar Worte zum UI. Ihr seht hier zum Beispiel beim Fahrstuhl, Eingangshalle, Etage 4, Aufzug rufen, ne? Aufzug kommt, das klappt auch wunderbar. Hier sind die einzelnen Etagen aufgeführt, sowie die Eingangshalle. Mal draufklicken und ja, was natürlich nicht übersetzt wird, sind solche Sachen wie das hier. Ja, das sind halt JPEGs, die CRG hier reingekracht hat. Die können wir gar nicht übersetzen, das sind keine originalen Texte, die man irgendwie bearbeiten kann. So, ähnlich ist es auch bei irgendwelchen Läden, wenn ihr irgendwo einkauft, habt ihr hier den Button, ne, einkaufen, können wir das Ganze anklicken und haben dann hier entsprechend die Location, also Seraphim Station und dann hier die Kategorien, können hier aber mit der Suchfunktion den originalen Namen eingeben, das ist ganz, ganz wichtig, haben wir auch hier drin und dann eben alles andere hier, die Beschreibungen in Deutsch. So, werfen wir mal kurz einen Blick auf, was ist das hier, werfen wir mal kurz einen Blick auf das Thema ASAP Terminal, ne, klicken, um zu starten, ist soweit klar. Und dann haben wir hier entsprechend unsere Original-Schiffsnamen, aber die Info ist auf Deutsch, ne, vor Ort, lieferbar, zerstört. Standort ist wieder englisches Original. Dann haben wir hier Fokus, ist auch englisches Original. Hier ist dann entsprechend rufen, ersetzen oder anliefern. Ich rufe es mal zum Beispiel einen Avenger Stalker. Wenn ihr mal seht, ne? Und da seht ihr halt immer das Problemchen, da fehlt das Ü, ne? Weil Umlaute halt hier in diesen Text nicht gehen, woanders gehen sie wieder. Wie gesagt, das ist ein Problem, das muss CRG lösen, ist aber, glaube ich, jetzt nicht allzu tragisch. Und dann haben wir hier einen Marker. Das ist ja auch Aegis Avenger Stalker, Hangar 02. Das ist sogar tatsächlich übersetzt. Also das ist zwar in diesem Fall dasselbe Wort wie im Englischen, aber das ist hier ein Zufall. Und jetzt kann ich nochmal kurz dahin gehen und euch das einmal zeigen. Na, da ist sogar ein Hangar direkt hier. So. Guten Tag. Auch hier sowas, ne? Solche Huffer-Menüs zur Party einladen, auch auf Deutsch. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel zum Schiffchen gehe und mich der ganzen Sache nähere, dann bekomme ich ja hier diese Marker. Auch auf Deutsch, Rampenzugang, Leiter und so weiter. Gehe ich mal ins Schiffchen rein und zeige euch nochmal fix die MFDs. Das ist nämlich auch ganz nett gemacht. Hier ist es auch auf Deutsch, ja, dass man sich einfach gut durchnavigieren kann. So, Schiffchen an. Und ihr seht hier rechts wieder die Waffennamen, das sind Originalnamen. Das ist auch alles gleich geblieben. Ne? Das ist, ändert sich nicht, diese Sachen, alles original. Aber, wenn ich jetzt zum Beispiel mal hier mir so ein MFD angucke, dann habe ich hier System, Waffen, Raketen. Ja, habe ich ja die Originalnamen wieder. Aber eben die richtige Übersetzung. Bei Schilde, Target, Status, Waffen, Self-Status, gut, kann man wieder umbenennen. Nochmal theoretisch könnte man hier noch ein bisschen was nachpolischen, aber das sind so Kleinigkeiten, ne? Die es, glaube ich, nicht ganz so tragisch sind. Heat. Einmal hier unten auch Deutsch, unterdrücken, 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 Gesamt-IR unterdrücken, Komponenten, ne? Also ihr seht, das klappt auch ganz gut und das gilt natürlich auch für solche Hover-Menüs hier im Schiff. Ausschalten, Außenbereich öffnen, drücke zum Entsperren und so weiter, ne? Pilotenkanzel. Das Ding ist, man muss manche Texte einfach ein bisschen anders übersetzen im Deutschen, weil sie sonst komischen Sinn ergeben oder es im Deutschen dann vielleicht mehrere Sinne derselben, ja, derselben Wortlautes gibt. Deswegen gibt es hier so ein paar Momente einfach, wo man andere Formulierungen hat. Das habt ihr zum Beispiel auch bei so einer Waffenstillstandszone oder wenn ihr bei einem Bunker seid und dort nicht sein dürft, dass ihr oben dieses Trespassing habt. Da gibt es im Deutschen sehr schöne Formulierungen. Wir haben, glaube ich, eine ganz gute gefunden. Und daher ist es auch nicht einfach nur eine simple 1:1 Übersetzung, sondern es ist wirklich auch möglichst gut angepasst an die normale Gaming-Sprache und das, was man eben so hat. Auch oben, diese Einblendungen sind auch alle auf Deutsch und insofern eigentlich alles perfekt. Und die gesamte deutsche Übersetzung ist jetzt soweit fertig. Bis auf ein paar kleine Polishings hier und da haben wir alles drin und das funktioniert einwandfrei und bugfrei.
So, wie bekommt man jetzt diese Übersetzung bei sich auf den Rechner und ins Spiel? Nun, ganz simpel, schaut mal in den angepinnten Kommentar. Dort habe ich euch das hier verlinkt. Genauso sieht's aus. Und ihr habt erstmal hier so ein paar Infos, ne? 3.21.1 Live ist bereit, 3.22.0 PTU ist auch bereit. Da könnt ihr mal gucken, okay, ist die Version jetzt quasi geprüft worden? Weil es wird auch geprüft. Wir haben ein größeres Team dran, die regelmäßig das Ganze bearbeiten und teilweise täglich Updates bringen und Updates prüfen. Also das ist nichts, was mal so leichtfertig irgendwie nebenbei hingewurschtelt ist. Das ist schon sehr professionell. So, und der einfachste Weg für euch, das Ganze zu bekommen, ist, ihr könnt euch hier einfach eine ZIP-Datei runterladen. Einmal anklicken, dann kommt ihr hier ein bisschen runter und könnt hier die neueste ZIP-Datei herunterladen. Klick. Und dann hier euch für die StarCitizen.deutsch.zip entscheiden. 1,76 MB, ist nicht allzu groß. Anklicken, dann lädt es automatisch runter. Und dann ist es hier in eurem Download-Verzeichnis. Ich schieße mal so ein bisschen rüber, dass wir hier Platz haben. Ihr braucht jetzt noch euren StarCitizen-Ordner. Und zwar in dem Fall den Live-Ordner. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist diese Datei hier, also diesen Ordner, also mit der rechten Maustaste auf euren Live-Ordner draufzuziehen und dann auf hier entpacken drücken. Zack. Das war's. Das ist alles. Was passiert hier? Nun zwei Sachen. Er fügt euch eine User.cfg hier ein. Könnt ihr bei euch nachprüfen, die habt ihr wahrscheinlich nicht. Ja, die sieht so aus, da ist nichts groß drin, da ist nur die, dieser Befehlscode drin, dass das Spiel deutsche Sprache bevorzugen soll. Und darüber hinaus bekommt ihr in euren Data-Ordner noch die Lokalisierung rein. Können wir reingucken, hier, da haben wir Lokalisierung drin, zack, German, Global INI und das ist quasi die große Übersetzungsdatei. Ja, das sind tonnenweise Zeilen, ich scroll mal kurz durch, das sind 70.000 Zeilen. Die eben die ganzen Texte enthalten von UIs, von allem, was wir gerade schon gesehen haben und noch vielem, vielem mehr. Wird euch eh nicht groß jucken, was hier drin steht. Vielleicht als kleiner Hinweis, ihr könnt diese jetzt theoretisch für euch individualisieren. Also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt aber unabhängig von dem Team eine andere Formulierung haben, dann sucht ihr quasi einfach die Formulierung hier raus, die euch nicht gefällt und ändert die für euch individuell. Könnt ihr hier einfach reinschreiben. Ja, egal was es ist, das Ganze speichern, dann habt ihr eure eigene kleine Version. Wenn ihr euch ein Update macht, dann müsst ihr damit leben, dass es wieder überschrieben wird. Ne? Denn wir machen das so, dass es für die Allgemeinheit wunderbar funktioniert. Individuelle Wünsche müsst ihr dann einfach ein bisschen selber reinwurschteln, wenn ihr das unbedingt wollt. Das ist dann eure Sache. So, und auf die gleiche Weise könnt ihr das Ganze auch updaten. Also angenommen, wir haben jetzt eine neuere Version. Ihr seht ja hier immer, wie alt das ist. Hier in dem Fall jetzt gerade mal 10 Stunden alt. Dann ladet ihr euch die einfach wieder runter als ZIP-Datei und entzippt die wieder in den Live-Ordner rein. Zack, dann sagt er euch, aha, ist schon vorhanden, dann seht ihr auch das Änderungsdatum entsprechend, da sagst du, yo, möchte ich ändern oder einfach auf alle drücken, so, und dann habt ihr das Ganze geupdatet und fertig. Es ist also wirklich kinderleicht und erfordert überhaupt gar keine Kenntnisse, außer dass man irgendwas entsippen muss. So, was jetzt noch wichtig ist, ist ein ganz kleiner Zwischenschritt, der aber auch nicht allzu schwierig ist. Wenn ihr das gemacht habt, dann empfehle ich euch im Launcher einfach mal hier auf Verify zu drücken. Dann guckt nochmal der Launcher drüber, aktualisiert nochmal die ganzen gecachten Dateien und sorgt dafür, dass alles funktioniert. Und dann könnt ihr das Spiel starten und habt alles in Deutsch. Ja, und mehr ist es auch eigentlich nicht. Also, wir haben euch das Ganze möglichst einfach gemacht. Was PTU und Preview-Channel und anderes betrifft, ich würde euch empfehlen, lasst da die Finger von, denn es werden natürlich häufig Quests verändert oder Namen geändert vom Spiel oder irgendwelche Key-Bindings und so. Deswegen lasst uns lieber die PTU-Version erstmal so weit hinbekommen, dass sie dann für ein Live funktioniert. Also der normale User, der jetzt sich nicht groß mit befassen will, sollte nur die Live-Version benutzen. Wenn ihr wollt, PTU-Version gibt es aber auch, ne? Einfach hier auf PTU gehen. Habt ihr hier auch diese Global INI mit dabei und könnt euch das Ganze runterziehen. Also einfach hier anklicken und runterladen und dann bei euch reinfummeln in diesen Localization-Ordner. Da haben wir jetzt allerdings keine ZIP-Datei extra für gemacht. Das könnt ihr dann für euch nochmal einzeln runterladen. Ja, danke hier auch an der Stelle an das Team. Rinsip, Max, Grillok, Nofino, Dragonhawk, Boy, Hikaru Hoshi, Elektron, Apophis, Asaya und Fabi. Und auch an Claudia Fröhlich, die hier als Lektorin noch ein bisschen Korrektur liest. Und an alle anderen, die hier mithelfen.
Pickt das also auch gerne rum an alle, die sich dafür interessieren. Ich weiß, viele wollen das Spiel unbedingt auf Deutsch haben. Das geht damit. Und wir werden das Ganze natürlich regelmäßig updaten, weiterentwickeln und weiterführen. Und wir arbeiten ja auch mit CRG zusammen. Nach meinem Kenntnisstand will CRG selber diese Übersetzung, die ich euch ja gerade gezeigt habe, irgendwie auf der RSI-Seite dann noch verlinken oder in die Patches mit reinpacken. Ich kann es euch nicht genau sagen. Dazu später noch ein bisschen mehr, wenn ich mehr weiß. Aber aktuell ist das hier der beste Weg, glaube ich, das Spiel auf Deutsch zu bekommen. Also, viel Spaß damit, danke fürs Zuschauen, gebt mir gerne Feedback in den Kommentaren und lasst ein Herz für das Team da, die sich hier sehr, 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 sehr viel Arbeit gemacht haben. Würde mich freuen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. 65 degrees, into my veins, I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down?